Hallo und herzlich willkommen, meine Genossen. Mein Name ist Dennis und heute habe ich ein Fuck You Part 2 für euch. Das heißt, fangen wir direkt mal mit der ersten Frage an. Apolloeptik fragt mich, auf was für einer Schule bist du und was machst du auf dieser? Also ob du Abi, Real oder deinen Hauptschulabschluss machst. So, fangen wir direkt mal von Anfang an. Ich habe 2012 meinen Hauptschulabschluss gemacht. Danach habe ich 2013 meinen Realschulabschluss gemacht. Und dieses Jahr werde ich ab diesem Jahr werde ich drei Jahre lang meinen informationstechnischen Assistent machen. Das heißt, das ist sowas wie Fachabi, bloß mehr erweitert. Der informationstechnische Assistent ist so ein Computertechniker, der programmieren kann, der sich mit Betriebssystemen auskennt und der sich mit dem Schneiden von Videos, der sich mit Photoshop auskennt und sowas, das lernen wir alles dort, der auch Webseiten programmieren kann, der alles mögliche, was mit dem Computer zu tun hat, der lernt es dort in 3 Jahren und kann danach studieren gehen oder direkt als informationstechnischer Assistent arbeiten. Also man hat nach dem ITER, also informationstechnischen Assistenten, hat man direkt mal eine Ausbildung und hat die Möglichkeit studieren zu gehen. Das ist ganz cool, deswegen habe ich mich entschieden, das zu machen und das werde ich auch weiterhin machen und ja, kommen wir mal zu der nächsten Frage. Lolliger Typ fragt mich, wie alt bist du und was machst du beruflich? Wie ich schon in der letzten Frage erwähnt habe, werde ich informationstechnischer Assistent und ja, ich bin jetzt 18 Jahre alt, bin am 28.04.1996 geboren. Kommen wir mal zu der nächsten Frage. Nexus fragt mich, was sagt deine Familie dazu, dass du YouTube-Videos machst? Im Prinzip habe ich es keinem erzählt, außer meiner Mutter, weil die musste meinen Vertrag von YouTube unterschreiben, damit ich auch Geld mit YouTube verdiene. Und ich sag mal so, es sind gewisse Zahlen, die ich jetzt mal nicht nennen darf. Und deswegen freut sich meine Mutter natürlich darüber, wenn ich ein bisschen Geld mit nach Hause bringe und für mich dann so gesehen auch selber leben kann. Deswegen kann ich mir auch hier zum Beispiel das Mikrofon, über das ihr mich hier gerade hört, oder die Hauptaug, über die ihr meine Gameplays seht, dass ich die mir ganz durch YouTube finanziert habe. Und da freut sich natürlich meine Mutter drüber, dass sie sagen kann, mein Sohn, der verdient sein eigenes Geld, obwohl er noch zur Schule geht. Und ja, mein Vater, der hält sich eigentlich ganz aus der Sache raus, weil ihn interessiert sowas gar nicht. Natürlich freut er sich auch, dass ich mein eigenes Geld so und sowas verdiene. Aber ja, ne, kommen wir mal zu der nächsten Frage. Der Pascal LP fragt mich, welche Waffen von allen CODs würdest du dir persönlich im nächsten Zombie-Modus von Treyarch wünschen? Naja, zunächst würde ich mal von den normalen Waffen ausgehen. Da würde ich mir auf jeden Fall am liebsten die Galil wieder wünschen. Und die Kommando, weil die beiden sind am besten zum Punkte machen zum Beispiel oder auch zum Töten, weil ich finde, diese zwei Waffen sind auf jeden Fall ganz nice. Was natürlich nicht fehlen wird und was ich mir wünsche, dass das auch auf jeden Fall dabei ist, natürlich die Raygun. Aber wenn wir jetzt mal von den normalen Wunderwaffen ausgehen, würde ich mir sagen, die Donnerkanone auf jeden Fall. Die Wunderwaffe DG2, die ist auch ganz cool. Und was noch? Ja, die VR-11, das ist meine absolute Lieblings-Zombie-Waffe, also von den Wunderwaffen her, weil sie einfach kooperativ nutzbar ist und deswegen, ja, ich bin ein Koop-Spieler, das heißt, ich spiele nur kooperativ, Solo ist gar nichts für mich, deswegen würde ich mir auch am liebsten die VR-11 wünschen. Kommen wir mal zu der nächsten Frage. Vitoy Trap fragt mich, welches Zombie gefällt dir besser? COD5, Black Ops 1 oder Black Ops 2? Und was ist deine Lieblingsmap in Black Ops 2? Ja, welcher Zombie-Modus gefällt mir am besten? Ich würde sagen Black Ops 1, weil ja, ich zock das am liebsten, weil dort sind die besten Karten. Es ist einfach nicht so eine Comic-Grafik wie bei Black Ops 2 und es ist einfach viel einfacher als bei COD5. Das heißt nicht, dass ich jetzt ein Noob bin, aber bei COD5 wird euch jedes Zombie-Biest sagen, es ist einfach schwieriger als Black Ops 1 und vor allem Black Ops 2, weil Black Ops, also COD5 meine ich, ist einfach so, dass wenn die Zombies dich einmal angreifen, die dich festhalten. Und meistens ist das so, dass du dann direkt tot bist. Und deswegen ist es viel schwieriger als Black Ops 1, weil bei Black Ops 1 hitten die Zombies dich und du kannst weiter geradeaus durchlaufen. Bei Black Ops 2 ist das so, die Zombies hitten dich und kannst auch weiter geradeaus durchlaufen.
Ja, kommen wir mal dazu, welche Lieblingsmap ich bei Black Ops 2 Zombie Modus habe. Ja, das ist natürlich Town. Natürlich, wer die Livestreams von Kevin und mir gesehen hat, Runde 80, 57 Stunden, das ist Wahnsinn. Und man fusioniert sich so gesehen mit dieser Karte und man sieht sich als Gott in dieser Karte und ist einfach ein Biest auf dieser Karte. Und das ist einfach die beste Karte bei Black Ops 2, also meiner Hinsicht ist das die beste Karte und deswegen gefällt sie mir auch am besten. Ja, das war's von Fuck You Part 2. Nächster Part kommt am nächsten Sonntag. Wie auch immer, wie gewohnt. Und ja, bis dahin wünsche ich euch noch viel Spaß und haut rein!